Honigbienen sind im Gegensatz zu vielen anderen sozial lebenden Insekten in der Lage, die Zeit des Winters als Volk zu überdauern. Eine richtige Völkerführung kann das Bienenvolk hierbei wirksam unterstützen. Das sogenannte Rotationsverfahren zeigt, wie man die Völker gesund und trachtstark durch das Bienenjahr führt. Die im Herbst aufgefütterten Völker befinden sich noch in der Winterruhe. Sie sind in Magazinbeuten frei aufgestellt. Die untergelegten Sockel schützen vor Nässe und Bodenkälte. Auch ist darauf zu achten, dass die Fluglöcher nicht vereist oder versperrt sind. Hier der vorbildliche Wintersitz eines gesunden, starken Volkes. Im zeitigen Frühjahr ist eine gute Pollenversorgung für die Volksentwicklung besonders wichtig. Als Pollenquelle eignen sich Weiden hervorragend. Sie sollten nicht zu weit vom Volk entfernt stehen, da der Flugradius der Bienen um diese Jahreszeit noch sehr klein ist. Bei der Frühjahrskontrolle verschafft man sich einen Überblick über Futtervorräte, Brutzustand und Wabensitz. Dieses Volk erfüllt alle Erwartungen. Aufbau- und Pflegearbeiten des vergangenen Jahres haben sich gelohnt. Auch dieser Bienenstand am Rand einer Kleingartenkolonie zeichnet sich durch eine geschützte Lage und ein reiches Pollenangebot aus. Hier soll eine vereinfachte Form der Frühjahrskontrolle gezeigt werden. Nach Ankippen der zweiten Zarge genügt ein Blick in die Wabengassen, um Wabensitz, Brut und Futter zu beurteilen. Ausgezeichnete Pollen- und Nektarspender sind auch die Obstblüte und der Löwenzahn. Bei entsprechender Vegetation haben sich die Völker so gut entwickelt, dass sie erweitert werden können. Dies geschieht durch Aufsetzen einer zusätzlichen Zarge als Honigraum. Zunächst wird der ausgebaute und bereits verdeckelte Baurahmen herausgenommen und ausgeschnitten. Dies ist die erste Bekämpfungsmaßnahme gegen die gefürchteten Varroamilben. Man erreicht so ihre Dezimierung,
da sich diese Parasiten vorzugsweise in der verdeckelten Drohnenbrut aufhalten und vermehren. Der zweite Baurahmen ist zwar auch schon bestiftet, aber noch nicht verdeckelt. Er wird erst bei der nächsten Durchsicht ausgeschnitten. Beim Ankippen des zweiten Brutraums ist noch einmal deutlich die Volksstärke zu erkennen. Als nächstes wird die Folie entfernt, ein Absperrgitter aufgelegt und die Erweiterungszarge als Honigraum aufgesetzt. Der Honigraum ist im Wechsel mit einer Brutraumwabe und einer Mittelwand bestückt. Eine solche Anordnung der Waben ist für den späteren Aufbau der Jungvölker wichtig. Diese Art der Honigraumfreigabe gewährleistet ferner, dass kein Winterfutter mit in den Honig gelangt. Die nun auf drei Zargen sitzenden Völker sind für die bevorstehende Tracht gut vorbereitet. In vielen Regionen bietet der Raps die Haupttracht im Frühjahr. Aufgrund des reichen Pollenangebotes kann leicht Schwarmstimmung in den Völkern einsetzen. Dies ist auch der richtige Zeitpunkt für die Völkervermehrung. In 7- bis 9-tägigem Rhythmus wird auf Schwarmstimmung und Raumbedarf durch Ankippen des zweiten Brutraumes kontrolliert. Beim Blick in die Wabengassen lassen sich angesetzte Schwarmzellen gut erkennen. Wieder werden die verdeckelten Baurahmen ausgeschnitten, um den Varroa-Befall niedrig zu halten und den Bienen Gelegenheit zum Bauen zu geben. Nun öffnet man den Honigraum. Bei diesem Volk sind die Mittelwände ausgebaut und die Waben zu 2/3 mit Honig gefüllt. Hier muss erweitert werden. Vor dem Aufsetzen der neuen Zarge entfernt man noch die Wachsbrücken. Die Wabenanordnung in diesem zweiten Honigraum entspricht der des ersten. Je nach Volksstärke und Sammelleistung werden die Völker bearbeitet. Unter günstigen Klimabedingungen im Frühjahr kann die Robinie, auch falsche Akazie genannt, eine bedeutende Tracht darstellen.
Die Völker sind aus der Frühtracht auf den Heimatstand zurückgebracht worden und stehen nun zur Honigentnahme und zur Kunstschwarmbildung bereit. Für die Kunstschwarmbildung werden benötigt Kunstschwarmkasten, Trichter, Waage und Wasserspritze. Zunächst wird das Leergewicht des Kastens ermittelt. Für die abzufegenden Honigwaben müssen zusätzlich Auffangboden, Leerzarge und Deckel bereitgestellt werden. Vor dem Öffnen der Beute wird der Trichter mit Wasser besprüht, um das Einfüllen der Bienen zu erleichtern. Nach Anheben des zweiten Brutraumes wird durch mehrere Rauchstöße in die Wabengassen erreicht, dass viele junge Bienen aus dem Brutraum in die Honigzargen laufen. Jetzt werden die Honigräume nacheinander abgehoben und beiseite gestellt, um ein Rücklaufen der Bienen in die Bruträume zu verhindern. Ein Schließen der Beute vermindert die Gefahr der Räuberei. Hier zeigt sich der Höhepunkt der Volksentwicklung. Bienen und Honig werden entnommen, um ein Schwärmen zu verhindern. Über den Trichter gelangen die Bienen in die Kunstschwarmkiste. Wabe für Wabe wird abgefegt, bis das gewünschte Bienengewicht erreicht ist. In der Regel wird aus jedem Volk ein Kunstschwarm gebildet. Sollte dies von der Volksstärke her nicht möglich sein, können zusätzlich Bienen anderen Völkern entnommen werden. Bei diesem Volk reicht jedoch die Bienenmasse einer Zarge für die Bildung des Kunstschwarms aus. Da die Honigraumfreigabe ohne das Umhängen von Brutwaben erfolgte, gelangen bei dieser Methode keine Drohnen in den Kunstschwarm. Drohnen würden zusätzlich Unruhe hervorrufen, was zum Verbrausen führen kann. Die beidseitige Bespannung mit Drahtgase gewährleistet eine gute Belüftung für die Bienen. Das Gewicht sollte zu dieser Jahreszeit ca. 2,5 Pfund Bienen betragen. Nach dem Aufstauchen tauscht man den Trichter gegen den Deckel aus und stellt den weiselosen Kunstschwarm an einen luftigen, schattigen Platz. So wird nun Volk für Volk abgeerntet.
Die gebildeten Kunstschwärme verbleiben bis zum Abtransport im Schatten. Schließlich werden die mit einem Gurt versehenen Honigzargen auf einen Anhänger verladen. Als letztes kommen die Kunstschwärme auf das Fahrzeug. Auch während des Transports ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Am Wirtschaftsgebäude angekommen, werden als erstes die Kunstschwärme ausgeladen und für die Varroa-Behandlung draußen abgestellt. Die Honigzargen werden zum Schleuderraum gefahren. Für die Bekämpfung der Varroatose sind mehrere amtlich zugelassene Präparate gebräuchlich. Hier verwenden wir ein systemisch wirkendes Mittel. Der Behandlung aller Kunstschwärme schließt sich das Herausfangen der begatteten Königinnen an. Zunächst wird der Königin ein Drittel des Deckflügels gestutzt, um ein späteres Ausfliegen zu verhindern. Anschließend lässt man sie in einen Zusatzkäfig einlaufen. Nach dem Aufstauchen wird der Käfig an einem Draht eingehängt. Für die nächsten 24 Stunden werden die Kunstschwärme in einen kühlen Raum gebracht und dort auf weißes Papier gelegt. Dies ermöglicht später eine einfache Beurteilung des Varroa-Befalls. Da es sich hier um künstlich erstellte Volkseinheiten handelt, muss zum Beispiel mit Futterteig gefüttert werden. Für die nächste Zeit sollte der Raum auch abgedunkelt sein. Sind die Kunstschwärme versorgt, wenden wir uns der Schwarmkontrolle der Altvölker und dem Aufsetzen der Honigräume zu. Die Kontrolle auf Schwarmstimmung erfolgt wiederum durch einen Blick in die Wabengassen.
Obwohl ein Teil der Bienen für die Kunstschwarmbildung entnommen wurde, reicht die Volksstärke noch immer aus, um die zu erwartenden Trachten zu nutzen. Wie schon zuvor werden die verdeckelten Baurahmen ausgeschnitten. In gleicher Weise werden auch die anderen Völker bearbeitet. Als nächstes erfolgt das Aufsetzen der leeren Honigraumzargen. Der Honigraum ist jetzt ausschließlich mit Honigraumwaben bestückt, da die Bienen um diese Jahreszeit bebrütete Waben bevorzugen. Die hier getrennt gezeigten Abläufe Honigernte, Kunstschwarmbildung, Schwarmkontrolle und Rückgabe der Honigräume können auch in einem Arbeitsgang erledigt werden. Mit dem Aufsetzen der Honigräume sind die Völker wieder einsatzfähig für die nächste Tracht. Als Sommertracht sind die vielfältigen Pflanzen des Waldes sowie auch die Linden hervorragend geeignet. Sie liefern Nektar und Honigtau. Nun zurück zur Bearbeitung der Kunstschwärme. Nach einer eintägigen Ruhephase wird der restliche Futterteig entfernt. Auf den Papierunterlagen befindet sich nun Gemüll mit toten Varroa-Milben, aus denen sich später die Befallsstärke bestimmen lässt. Das Gemüll besteht hauptsächlich aus Wachsteilchen und Zuckerresten. Parasiten wie die oval geformten Varroa-Milben kann man darin gut erkennen. Während der Ruhephase sind die Bienen zu einer Einheit zusammengewachsen, deutlich sichtbar an der Traubenbildung. Die Kunstschwärme sollen nun in eine Magazinbeute aufgeschlagen werden. Dafür sind die Zargen mit 1 bis 2 Honigwaben sowie den ausgebauten Mittelwänden bestückt. Sie entstammen den Honigräumen der Altvölker. Zur Transportsicherung dienen Papierstopfen. Die Bienen werden mit Wasser benetzt, um ein Auffliegen zu verhindern. Im gleichen Arbeitsschritt entnimmt man auch den Käfig mit der Königin. Nun erfolgt das Einschlagen der Bienen in den hohen Unterboden, dessen Flugloch mit einem Lüftungsgitter verschlossen ist. Dann wird eine Bauchsperre aufgelegt. Nach dem Aufsetzen der vorbereiteten Zarge hängt man die gekäfigte Königin in eine Wabengasse. Das Auflegen von Folie und Deckel bildet den Abschluss dieser Arbeiten.
Über Nacht bleiben die Kunstschwärme im Raum stehen. Diese Zeit benötigen die Bienen, um die honigfeuchten Waben trocken zu putzen. Erfahrungsgemäß verhalten sich Kunstschwärme, die nicht gleich draußen aufgestellt werden, harmonisch und ruhig. Am nächsten Morgen werden die Völker auf den Außenstand gebracht. Der Standort sollte so gewählt sein, dass eine gute Nektar- und Pollenversorgung gewährleistet ist. Unter Rauch werden nun die Lüftungsgitter entfernt. Nur das kleine Flugloch im oberen Bereich des Bodens ist geöffnet. Hier zeigt sich deutlich die Harmonie des Bienenvolkes. Der Käfig mit der Königin wird herausgenommen und der Holzverschluss durch Futterteig ersetzt. Nach wenigen Stunden haben die Bienen den Weg zur Königin freigefressen. Diese Maßnahme erleichtert die Annahme der Königin. Nach circa einer Woche erfolgt die Weiselkontrolle. Aus der Mitte des Volkes wird eine Wabe gezogen. Hier hat die Königin bereits ein geschlossenes Brutnest angelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Futterversorgung durch die Honigwaben gesichert. Für die weitere Brutförderung ist ein gutes Pollenangebot und ein kontinuierlicher Futterstrom wichtig. Ist das natürliche Futterangebot nicht ausreichend, müssen kleine Mengen Futter in flüssiger oder fester Form gegeben werden. Bis zum Auslaufen der ersten Brut ist eine Flüssigfütterung empfehlenswert. Die Weichen für eine gute und rasche Entwicklung der Völker sind gestellt. Das bedeutet eine junge Königin, neuer Wabenbau, viele Jungbienen, ein kontinuierlicher Futterstrom und eine gute Pollenversorgung. Eine weitere Variante der Jungvolkbildung geht von einem Sammelbrutableger aus. Er wurde 9 Tage vorher bei der routinemäßigen Völkerkontrolle erstellt. Der Sammelbrutableger ist weiselos und enthält überwiegend verdeckelte Brutwaben und ausreichend Futter. Für seine Aufteilung werden vorbereitete Magazinbeuten aufgestellt. Die Zargen zeigen folgende Wabenanordnung: Brutraumwabe, Pollenwabe, Futterwabe, ein freier Platz für die Brutwaben, anschließend 2 Brutraumwaben und die mit Teig gefüllte Futtertasche.
Nun beginnt das Aufteilen der schlupfreifen Brutwaben. Dabei sind eventuell vorhandene Nachschaffungszellen zu entfernen. Der Ableger wird abhängig von Jahreszeit, Verwendungszweck und Beweiselungsart unterschiedlich stark gebildet. Reicht die Volksstärke nicht aus, können nach dem Zusammenschieben der Waben weitere Bienen zugegeben werden. Abschließend erhält der Brutableger eine schlupfreife Weiselzelle. Auf die gleiche Art werden alle übrigen Ableger gebildet. Auch der Sammelbrutableger ist jetzt zu einem kleinen, noch zu beweiselnden Ableger geschrumpft. Als nächstes werden die Fluglöcher der Beuten geöffnet. Wenn nötig, können auch die Brutableger mit einem zugelassenen Varroa-Präparat behandelt werden. Die Erweiterung der Kunstschwärme erfolgt circa 4 Wochen nach Bildung der Jungvölker. Die hierzu benötigten Zargen sind schon vorbereitet. Sie enthalten 2 Baurahmen und Brutraumwaben, die den Honigräumen der Wirtschaftsvölker entstammen. Für die Erweiterung der Völker sollte der Raum gut mit Bienen besetzt sein und mindestens 8 Brutwaben aufweisen. Wird dieses Ziel bis Ende Juli nicht erreicht, belässt man die Völker auf einem Raum. 2 verdeckelte Brutwaben werden gezogen und in die Erweiterungszarge umgehängt. Der hierfür benötigte freie Platz wurde durch Entnahme der Baurahmen geschaffen. Nach dem Zusammenschieben der Waben hängt man an den Außenseiten des unteren Raumes die Baurahmen ein. Vorhandene Wachsbrücken werden abgekratzt. Mit dem Aufsetzen der neuen Zarge ist der Arbeitsgang an diesem Volk beendet. Mit den anderen Völkern wird entsprechend verfahren. Durch die Erweiterung kann die Königin ihr Brutnest auch auf den 2. Raum ausdehnen. Um diese Jahreszeit sollte nicht mehr mit Mittelwänden, sondern mit bebrüteten Waben erweitert werden.
Gegebenenfalls können auch Pollenwaben zugehängt werden. Die mit Bienen besetzten Wabengassen und die großen Brutflächen lassen die gewünschte Volksstärke für die Erweiterung erkennen. Bei nicht ausreichender Tracht muss für den Futterstrom in den Völkern gesorgt werden, um die Brutaktivität zu erhalten. Das Futter kann aus Teig oder wie hier aus Blütenhonig bestehen. Dies gewährleistet, dass die Bienen das Futter langsam aufnehmen und die Wabenzellen nicht zu schnell füllen. Die Oberfläche wird mit Papier abgedeckt, damit die Bienen nicht im Honig verkleben. Diese Futtermenge reicht für ca. 14 Tage. Ende August werden die Völker gewogen. Aus dem Gewicht kann ermittelt werden, ob der Futtervorrat für die Überwinterung ausreicht oder ob zugefüttert werden muss. Die Restfuttermenge sollte in flüssiger Form als Zuckerwasser gegeben werden, damit eine rasche Aufnahme durch die Bienen erfolgen kann. Kehren wir zurück zu den Wirtschaftsvölkern. Sie stehen zur letzten Trachtausnutzung in der Heideblüte. Die Heide ist unter günstigen Bedingungen ein hervorragender Nektar- und Pollenspender. Es ist um diese Jahreszeit besonders wichtig, dass der Beutenraum der Bienenmasse entspricht, um einen möglichst wasserarmen Honig zu ernten. Zahlreiche Flugbienen und besonders viele Brutwaben müssen für die Nutzung der Heidetracht vorhanden sein. Nach der Heideblüte stehen die Völker jetzt auf dem Heimatstand zum Ernten und Auflösen bereit. Um der Räuberei vorzubeugen, sollten die Fluglöcher geschlossen werden. Zunächst erfolgt das Auflösen der Altvölker. Ein Volk bleibt jedoch zurück und nimmt die Brutwaben des gesamten Bienenstandes auf. Die noch in dieser Brut vorhandenen Varroa-Milben werden erst später, nach dem Schlupf der Bienen, entfernt. Als erstes verschafft man sich einen Überblick über den Zustand des Volkes und die noch vorhandene Brut. Gleichzeitig wird auch die Königin gesucht und gekäfigt. In der unteren Zarge verbleiben nur die Waben, die noch Brut enthalten. Honig- und Leerwaben werden bienenfrei in eine leere Zarge gehängt.
Die noch brutaufweisenden Waben aus der zweiten Zarge werden ebenfalls in den unteren Raum gegeben. Alle anderen Waben fegt man ab. Die gekäfigte Königin kommt in eine Gasse zwischen zwei Brutwaben. Je nach Rasse und Tracht fallen unterschiedliche Mengen Brutwaben an. Manche Völker haben um diese Jahreszeit bereits keine Brut mehr. Mit dem Abfegen der Honigwaben sind die Arbeiten an diesem Volk vorerst beendet. Alle weiteren Altvölker werden aufgelöst. Aus ihnen werden jeweils Kunstschwärme gebildet. Zuerst sucht man wiederum die Königin, die in einem Zusatzkäfig später in eine Kunstschwarmkiste gehängt wird. Nach dem Einsprühen des Trichters mit Wasser wird Honigwabe für Honigwabe abgefegt. Im Gegensatz dazu empfiehlt es sich, Leerwaben abzustoßen. Auch die Bienen aus dem Unterboden der Magazinbeute gelangen in die Kunstschwarmkiste. Nach dem Abfegen wird die Kiste auf den Boden gestaucht und der Trichter gegen den Deckel ausgetauscht. Vor dem Abtransport werden die außen ansitzenden Bienen abgestoßen, damit sie sich bei dem zurückgelassenen Volk einfliegen können. Dieses Volk bleibt bei ausreichendem Futtervorrat weitere 3 Wochen an diesem Standort und wird danach ebenfalls aufgelöst. Die meist mit Varroa infizierten Kunstschwärme werden über Nacht in einen dunklen Raum gebracht, behandelt und mit Futterteig versorgt. Nach dieser Ruhephase erfolgt das Vereinigen der abgefegten Altvölker mit den Jungvölkern. Anstelle der Folie verwendet man als Trennschicht Papier, in das einige Löcher eingeritzt werden. Auf diese Weise bekommen die fremden Bienen erst allmählich miteinander Kontakt. Das Besprühen mit Wasser verhindert ein Auffliegen.
Nach dem Herausnehmen der gekäfigten Königin werden die Bienen in die Leerzarge geschüttet. Somit erhält jedes Jungvolk ein varroafreies Altvolk. Die Völker sind nun optimal für eine gute Überwinterung vorbereitet. In den folgenden Tagen werden Leerzargen und Papierreste entfernt. Im Spätherbst entnimmt man den Völkern die Bausperre. Dadurch wird für einen kalten und engen Wintersitz der Bienen gesorgt. Eine bessere Belüftung ist gewährleistet. Zur Kontrolle des Milbenbefalls wird ein Varroa-Gitter eingelegt. Da sich die Völker in brutfreiem Zustand befinden, kann in dieser Zeit nochmals gegen Varroa behandelt werden. Dies ist abhängig von der Ausgangssituation der Kunstschwärme und eventueller Reinvasion aus anderen Völkern. Zwei bis drei Wochen später werden die Varroa-Gitter entnommen und registriert. Eine Auswertung der Befallsstärke ist damit leicht möglich. Die Bienen bleiben nun für die Zeit der Überwinterung weitgehend sich selbst überlassen. Durch das Rotationsverfahren sind starke, wenig krankheitsanfällige Völker entstanden, die im nächsten Jahr für eine optimale Trachtausnutzung die notwendigen Voraussetzungen mitbringen.